Das Schulterpolster ist im American Football einer der Ausrüstungsgegenstände, der dich am Leben hält. Wie du im Vorhinein bestimmst, welche Größe für dich richtig ist und nachdem du das Polster erhalten hast, schaust, ob die Größe auch wirklich zu dir passt, zeigen wir dir in diesem Video. Und dazu haben wir uns bei Playmakers einen Stargast eingeladen. Neben mir steht jetzt Simon Bohlmann, Nationalspieler und Spieler der New Yorker Lions. Simon spielt auf der Position des Linebackers, vierfacher deutscher Meister, dreifacher Euro Bowl-Sieger. Wir haben auf jeden Fall hier einen Experten, der weiß, von was er spricht. Für die meisten Spieler sind zwei Aspekte wichtig. Zum einen, dass das Pad eng anliegt, zum anderen, dass die Bewegungsfreiheit noch gewährleistet ist. Simon hilft uns jetzt dabei, um dir zu zeigen, wie man die richtige Padgröße ausmisst. Um Simons Größe zu bestimmen, nehmen wir von ihm zwei Maße. Einerseits den Brustumfang, andererseits seine Schulterbreite. Am einfachsten machst du das mit einem flexiblen Maßband. Wenn du keins zur Hand hast, kannst du auch eine Schnur nehmen. Dann musst du allerdings im Nachhinein diese Schnur noch einmal ausmessen. Zunächst nehmen wir jetzt seinen Brustumfang auf Höhe der Brust mittig und ich notiere mir dann hier die Position, an der das Maßband sich überschneidet. Wir brauchen auch seine Schulterbreite. Hier wird es jetzt ein bisschen tricky. Je nach Hersteller gibt es unterschiedliche Verfahren, wie man die Schulterbreite ausmisst. Wie das genau bei den verschiedenen Pads funktioniert und Herstellern, sagen wir dir jeweils auf der Produktseite. Bei Radell oder Xenis, das ist jetzt das Pad, was wir für ihn anpassen wollen, wird ein leichter Bogen gemessen. Letztendlich wollen wir den Abstand in diesem Messverfahren zwischen Oberarmknochen und Oberarmknochen messen, also nicht außerhalb der Schultern, und messen hier, wie gesagt, einen leichten Bogen. Nimm mal kurz die Arme nach oben. Wenn er die Arme nach oben nimmt, dann spüren wir hier auch eine gewisse Eindellung im Schultergelenk. Und das hilft mir dabei, den Abstand besser zu bestimmen. Wir wollen hier dafür sorgen, dass das Schulter-Eckgelenk oder das AC-Joint, das ist mit dem Schlüsselbein verbunden, dann auch entsprechend nachher bedeckt ist. Auch diesen Wert von Simon merke ich mir oder schreibe ihn auf und vergleiche ihn dann jetzt mit der Tabelle. So kannst du also für dich im Vorhinein schon das richtige Pad wählen und dann bei uns auf der Seite bestellen. Im Nachhinein solltest du dann natürlich nochmal prüfen, ob es letztendlich die richtige Größe war, und auch diese Hinweise möchte ich dir jetzt geben. Für Simon haben wir jetzt bestimmt, dass er die Größe L benötigt, jedenfalls von seinen Maßen. Das Pad, hier das Xenith Velocity, ist dann letztendlich bei dir angekommen mit einem unserer Lieferungen, und was du dann machst, um die Größe nochmal zu überprüfen, zeigen wir dir jetzt. Zunächst ziehst du das Pad an, du schreibst es dir also über und schnallst die Gurte fest. Ich persönlich lasse die Gurte erstmal ein wenig lockerer, damit ich im Nachhinein immer noch die Möglichkeit habe, nachzuziehen. Und da ich vor dem Spiel auch noch keine schwere Atmung habe und dann noch nicht merke, wie eng es wird, wenn ich schwer atme. So, nachdem Simon jetzt das Pad anhat, gibt es ein paar Punkte, an denen wir bestimmen können, ob ihm das Pad dann letztendlich wirklich passt. Zunächst wollen wir sehen, dass sein Brustbein hier komplett geschützt ist. Das heißt, das Pad soll vorne auch schön über den Solarplexus drüber reichen. Auf der Rückseite, dreh dich bitte einmal um, sollen auch die Schulterblätter geschützt sein und auch hier der obere Rücken vom Pad bedeckt sein. Wenn du dich bitte mal seitlich drehst. So, wichtig ist jetzt, das haben wir vorhin gesagt, das ist auch der Punkt, den wir ausgemessen haben, dass hier sein Oberarmknochen von dem Pad auch tatsächlich 1,5 cm bedeckt wird. Und wir reden hier von dem festen Teil, und dass es hier keine Luft zwischen Schulterpolster und Schulter gibt, sodass das Pad ihn auch tatsächlich schützen kann. Die Schultern selbst werden dann nochmal von den Schulterplatten der sekundären und primären Schulterplatte hier geschützt. Abschließend kannst du auch nochmal prüfen, ob du dich in dem Pad gut bewegen kannst. Einfach mal den Kopf nach links und rechts bewegen, und dann möchtest du darauf achten, dass deine Haut von dem Pad nicht eingeschlossen wird oder irgendwie sich mitzieht. Das Gleiche kannst du dann auch nochmal mit einem Helm probieren und schauen, ob dir das Pad hier irgendwie Widerstand bietet oder gut mit dem Helm harmoniert. Anschließend kannst du dann auch die Bewegungen machen, die auf deiner Position angefordert sind. Für mich als Linebacker ist es zum einen die Tackle-Bewegung, zum anderen die seitliche Bewegung, ob ich meine Arme nach oben kriege und ob ich meine Arme zum Fangen nach oben kriege, da ich auch als Linebacker eventuell mal eine Interception machen möchte. Für mich ist das Pad jetzt ideal angepasst, sodass es eng anliegt, ich mich immer noch bewegen kann und ich so wenig Angriffsfläche wie möglich für meinen Gegner biete. Manche Leute gehen dabei sogar noch so weit, dass sie mit doppelseitigem Klebeband ihr Jersey am Pad festkleben, um so wenig Angriffsfläche und Haltemöglichkeiten für den Gegner zu bieten wie möglich.
In diesem Video hast du jetzt gesehen, wie du für dich die richtige Größe bestimmst und auch im Nachhinein, wenn das Pad dann bei dir angekommen ist, prüfst, ob die Größe tatsächlich passt. Solltest du dabei irgendwas erkennen, was dir nicht so gefällt oder Rückfragen haben, melde dich bei uns. Sollte das Pad nicht richtig passen, schick es uns zurück und wir schicken dir eine richtige Größe wieder zu. Uns ist wichtig, dass du mit dem richtigen Equipment auf dem Footballfeld stehst. Be a Playmaker.